So, Aufwärtshaken. Der Ansatz genau gleich wie beim Seitwärtshaken, nur dass wir jetzt nicht mehr von hier diesen Weg zurückkommen, sondern wir fallen etwas nach vorne, pendeln hier rüber unter das Kinn des Gegners und kommen dann unter dem Kinn des Gegners wieder hoch. Ja? Wir gehen richtig auf die Fußballen hoch, wenn wir unter das Kinn des Gegners kommen. Ja, drücken uns richtig unter das Kinn des Gegners mit dem ganzen Körper. Ja? Nach vorne, sodass du fast wieder nach vorne fällst und dann unter das Kinn des Gegners drücken. Ansatz, hier kreisen und da. Ja? Okay? Nee, wir machen vorderen Ansatz. Also von deinem Ansatz. Ne? Pass auf, zeig's nochmal aus deiner Perspektive. Hier, ausdrehen und da. Ja? Okay. War nicht schlecht, ja? Ja, nur das Drehen hier. Rechte Schulter nach vorne, ausdrehen, genau. Und jetzt gehst du hier mit dem Körper. Ne? Genau. Nicht so gut in die Knie. Nur guck mal. Nur drehen. Ne? Deine Richtung sieht es so aus aus deiner Perspektive. Hier. Oberkörper drehen und dann da, kreisen und unter das Kinn des Gegners drücken. Denk mal an den Seitwärtshaken. Da hast du es besser gemacht. Da hast du einfach nur so ausgedehnt. Das machst du jetzt auch. Ausdrehen. So, und jetzt nur das hier ist anders. Genau, den Ansatz von Seitwärtshaken, ja, besser, genau. Denk mal am Ansatz immer an den Seitwärtshaken, da hast du es richtig gemacht. Genau, klasse. Kampfhaltung berichtigen, ja. Ja. Dann merkst du, hast ein bisschen besseres Gefühl dafür, dann noch in einer Bewegung. Eben machst du es so. Eins, zwei, ja? Bam, ja? Bam. In einer Ausführung, ne? Wenn du es dann so ein bisschen drin hast. Nee, wir sind immer noch beim vorderen Arm. Und die Kampfhaltung, was ist das schon wieder? Zu weit von unten her geholt. Ne? Dann hast du hier zu lange offen. Ja? Der ganze Ansatz passiert mit dem Körper. Ne? Okay. Damit du die ganze Zeit auch gedeckt bist. Ja? Jawohl, die Kampfhaltung wieder ein bisschen berichtigen.